In der spirituellen Liebe gibt es Ozeane aus Licht voller dunkler Sterne. Ihr könnt eure Herzen für euch selbst öffnen. Wie alle sehen, ist die Lichter, Dunkelheiten, Räume und Gleichgewicht. Und alles ist im Einklang und lebendig. Die Lichter der Dunkelheit verbinden den Kosmos und die Sonne. Die Kosmen der Lichter sind barmherzig und freundlich. Die transzendentale Natur der Wasser, der Gase, der Erde, Feuer, Blute und Lebewesen leben im Geister und jenseits der Gewalt. Diejenigen, die es nicht können und wollen, sind erleuchtet und retten die Besten und die Schlechtesten der Welt. Die beinhalten Anerkennung, Gewissen, Verständnis und Freiheit, Anarchie, Ordnung, Vergebung und Leben. Bringen diejenigen zusammen, die nicht vergeben können, und vergeben das, was zu vergeben möglich ist. Die Brillanz zieht durch alle Welten und fließt und erleuchtet diejenigen, die es nicht verstehen können. Alles mit den Technologien und der Natur verpackt ist zum ewigen Frieden. Geister und der Herzen des Lebens. Alles fließt in Ewigkeiten, alle guten und schlechten Gedanken in den Kosmos mit leichter Substanz. Es wird besser, als es wie es ist. Die Götter, Göttinnen und die Geister reinigen alles und die Wünsche des Unmöglichen erfüllen. Wer das Unmögliche will, verdient das Unmögliche. Von Glück und sogar Euphorie. Ich vergebe, um alles Leben zu retten und durch Magie befreit zu sein, sodass sie leben ohne Bruder. Aufrecht, ehrlich, fair, korrekt und aufrichtig stehen, die Geister der Herzen erleuchtet sind, um die Liebe zu schaffen, die die Natur der Dinge umfasst, um das Leben und den Tod allem gewachsen werden.